Okay, also kurz zusammengefasst, der Händler, der uns die Karte gegeben hat, beziehungsweise das, ja, das Pergament gegeben hat, ist mittlerweile umgebracht worden und wir haben die jetzt in unserem Besitz. Und jetzt ist aber ein anderer Lore Master noch angekommen und unser Meister hat uns einen Dolch gegeben, möchte, dass wir den Typ umlegen, damit der uns das Geschäft hier nicht versaut in der Stadt. Ja, rüde Sitten. So, jetzt ist für mich natürlich viel interessanter, das mit den Punkten und hier dieses. Wo hatte ich das erst letzte mit dem Diskettensymbol? Dass mittlerweile eine Generation von Menschen aufgewachsen ist, die Hardcore, hier die alten Floppy-Disketten ja gar nicht kennt als Speichermedium. Und aber das Symbol als Speicher oder Speichern oder als Optionensymbol durchaus quasi erlernt hat. Aber ohne zu wissen, was es eigentlich ursprünglich war, da war doch letztens dieser Spruch so, wo ein Junge auf dem Schreibtisch und sein Vater eine alte Diskette findet, eine alte Floppy und sagt, ey, ist auch geil, du hast hier mit dem 3D-Drucker das Speichersymbol ausgedruckt. So, schauen wir Screen. Alter Schwede, geht die Schrift noch kleiner? Meine Güte, und ich habe schon gute Augen. Okay, das ist unser Inventory. Das ist die Karte. Wir haben ein Schild. Für was haben wir denn bitte schön ein Schild? Wir haben ein bisschen Schwefel. Ein bisschen Wurzel. Wir haben ein Stück Eisen. Warum auch immer. Wir haben einen richtig coolen langen Dolch. Wir haben ein bisschen Gold. Wir haben nochmal einen kurzen Dolch. 3 bis 6, 6 bis 9. Und wir haben ein Stück Bronzemetall dabei, warum auch immer. Ah ja, und das sortiert uns das so ein bisschen. Tja. Da haben wir es. Sehr schön, unsere Punkte sind uns erhalten geblieben. Die haben wir nicht verloren. Dementsprechend halte ich es für eine sinnvolle Vorgehensweise, die Punkte am Anfang nicht zu vergeben, sondern erst jetzt nach und nach zu vergeben, so wie man sie eben jetzt brauchen könnte. In unserem Fall könnte das für uns interessant sein, weil gerade eben haben wir ja auch eine Probe verloren. Ich halte erst ja nichts davon, Dolch zu leveln. Ich halte Dolch mal für eine blödsinnige Waffe. Man muss hier zu dicht an den Gegner ran. Wenn man nicht gerade das Glück hat, sich von hinten ranzuschleichen, ist das irgendwie eine dumme Geschichte. Ich halte Fernwaffen immer für die schlauste aller Lösungen. Ich bevorzuge an der Stelle eine 9 mm Halbautomatik. Das Spiel das aber leider nicht bietet, wir uns mit dem Zweitbesten zufrieden geben müssen. Das wäre in dem Fall eine Armbrust. Müssen wir aber trotzdem mal gucken. Es hat auf jeden Fall einige sehr interessante Sachen, die man da leveln kann.
Okay, und woher weiß ich jetzt, wo ich hin muss? Ah ja. Okay, wir sollen also zum Dings gehen. Weil es eigentlich, denke ich, viel schlauer wäre, eigentlich zu dem Lord direkt zu gehen, wegen der Karte. Wenn wir den Lord nämlich beeindrucken können, ist das doch, schickt ihr den anderen vielleicht wieder weg. Wobei, wir können auch direkt zu dem Inn gehen, wir können das mal ausprobieren. Ah ja, das ist offensichtlich ein Kleidungshändler. Ah, wir haben auch eine Schnellreisefunktion. Das ist natürlich nützlich. Ah, das ist ja der Cassius. Können wir nicht lieber in den seine Dienste treten, als von dem raffgierigen kleinen Rattentypen?
ist das Zielscheibe für. Okay. Ja, interessantes Spiel auf jeden Fall vom Ansatz. Wir haben unfassbar viel Text, das ist wirklich sehr oldschool. Also mich amüsiert das jetzt ja, aber ich glaube, als Let's Play ist das die Hölle. Muss ja ultra langweilig sein. Ich bin ja eigentlich ein schneller Leser, aber ja. Ich weiß nicht recht, ob wir das jetzt hier großartig weiterspielen sollen für als so als Let's Play oder ob es nicht eigentlich klüger wäre zu sagen, okay, an der Stelle setzen wir mal einen Cut. Ich spiele das ein bisschen alleine weiter, um mich da ein bisschen tiefer einzudenken und schalte ich dann wieder dazu, sobald ich da ein bisschen draus schlauer geworden bin und ein bisschen mehr dazu sagen kann. Im Moment würde ich halt wirklich sagen, okay, die Grafik ist noch nicht mal mehr angestaubt, die ist schon oldschool. Es ist wirklich wie die 90er-Jahre-Rollenspiele. Es erinnert mich so ein bisschen an, na, wie heißt's, na, mit der Baldur's Gate-Grafik gemacht, Planescape Torment. Daniel, jetzt bin ich ein bisschen auch sehr viel Text. Ist aber auf jeden Fall ein sehr ernsthafteres Spiel, ein sehr anderer Ansatz. Wir haben nicht das. Was soll das denn? Also, wir haben ja keine klassische Fantasy-Welt, in der wir ein Held sind. Wir sind halt irgendein Furz in der Landschaft und wir müssen uns da jetzt halt einfach durchwursteln, indem wir Aufträge annehmen und hoffen, nicht umzukommen dabei. Das macht das natürlich sehr interessant. Auf der anderen Seite müssen wir uns da natürlich auch ein bisschen mehr mit der Story auseinandersetzen und mit den Aufträgen, weil wir nicht einfach schwertschwingend durch irgendwelche Korridore rennen. Das hat halt so, das ist so weit weg von sowas wie Diablo 2 und ähnlichen Hack-and-Slay-Rollenspielen, wie es überhaupt nur möglich ist. Das ist auf einer ganz anderen Skala der Rollenspiele. Das ist ein echtes, richtiges Oldschool-Rollenspiel. Das macht es auf der einen Seite natürlich super interessant, auf der anderen Seite, wenn man dafür die Muße und die Ruhe nicht hat, und in dem Fall auch die Englischkenntnisse, dann ist das das letzte Spiel, das man spielt. es erinnert mich tatsächlich, deshalb passt jetzt Glenn Cook Zitat am Anfang ganz gut. Es erinnert mich eher an so ein Rollenspiel, also so ein Fantasy-Roman als Rollenspiel, diese Spielbücher, die es da mal gab. Also gibt es ja immer noch, wo man sich ein Buch kauft und auf Seite 1 steht, bla 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 und dann steht als letzte Sätze so, erstens du bist an der Kreuzung, du kannst links gehen, geradeaus gehen, ganz rechts gehen. Wenn du nach links gehst, lese weiter auf Seite 2, wenn du geradeaus gehst, weiter auf Seite 3 und wenn du rechts gehst, weiter auf Seite 4. Und dann liest man auf Seite, sagen wir 4, wenn man rechts geht und dann hat man die nächste Entscheidung, dann lese weiter auf Seite 17, und wenn du das Deutsch nicht in den Rücken stichst, lese weiter auf 85. Also daran erinnert mich das so ein bisschen. Und das, wie gesagt, wenn man sich da reindenken will und kann, dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr cooles Rollenspiel. Und dann kann man auch relativ schnell darüber hinwegsehen, dass man optisch sich tatsächlich also ich komme vor wie ein Ultima Online irgendwie. Wirklich quasi zeitreisemäßig, sagen wir mal, mindestens 10 Jahre zurück, also mindestens 10 Jahre zurückgesetzt fühlt, grafisch. So. Was haben wir denn jetzt eigentlich für. Sollen wir überhaupt mit Feng noch mal reden? Immerhin haben wir ihn quasi ja verraten. Ja, wir sollten aber immer noch die Karte zu dem Typ zeigen.
Das ist natürlich eine schicke Sache. Wenn man die richtigen Fragen stellt, so kann man auch direkt da quasi Punkte gewinnen. Shit, jetzt sind wir wieder außerhalb. So wird zu dem Thema, wir wollen mit dem Typ reden. Sollen wir es riskieren? Ach komm, wir gehen mal zu Feng. Jawohl, wir speichern vielleicht vorher besser ab. Ich meine, ist das ja ein schönes altes Spiel und da können wir noch wirklich selbst speichern. Hier habe ich den Eindruck, dass Feng nicht daheim ist. Okay, da können wir jetzt nichts abziehen. Tja, also entweder haben sie ihn einkassiert oder er ist abgehauen. Warum sollte ich den Typ umlegen wollen? Sollen wir dem wirklich da folgen? Ich hab's noch gewusst. Tja. Ah ja, guck mal, aber immerhin können wir jetzt schon mal das Kampfsystem sehen dann. Okay, das ist so ein bisschen auch wirklich wie früher, wenn man zum Beispiel die Nordland-Trilogie noch kennt. Da haben wir auch eben Punkte, Aktionspunkte. Tja, aber den Kampf kann ich ja eigentlich nur verlieren. Ja, schön. Das meinte das Spiel mit vermeide Kämpfe. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, es ist schlauer, wenn wir das so machen. Ich spiele das mal eine Zeit lang ohne euch, um da ein bisschen tiefer einzusteigen, ein bisschen besser zu verstehen, wie es funktioniert, ein bisschen voranzukommen, irgendwo auch in der Story. Dann hole ich euch wieder dazu, dann erzähle ich euch, was abgeht und bringe da mal ein bisschen Meinung aufs Papier. Weil so aus dem kurzen Blick rein
lässt sich halt fest, wir könnten im Prinzip festhalten, im Faktor Games Archive Style mäßig. Okay, wir wissen jetzt, es gibt das Spiel The Age of, of Decadence. Wir wissen jetzt, was es ist. Es ist ein richtiges Oldschool-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Wir wissen, wie es aussieht. Es ist eben mit der mittlerweile antiquierten Torque-Engine gemacht worden. Finde ich persönlich immer noch besser als das 135.000. Spiel mit Unity zu sehen, wo vieles, also das sieht immer noch besser aus als viele Unity-Spiele. Und es hat natürlich irgendwo so ein bisschen Nostalgie-Charme dadurch, weil es halt wirklich aussieht wie die alten Rollenspiele, weil es einfach mit der gleichen alten Engine gemacht ist. Also nicht wirklich, wobei, ja gut, mit der 2000, kurz hat er ja Tausendwende gemacht, eine Engine, die halt aufgebohrt wurde und weiterentwickelt, aber es ist halt letztlich trotzdem eine bald 20 Jahre alte Engine. Naja gut, wir wissen jetzt auch, wie man es spielt. Es ist sehr textlastig, man muss sehr viele Entscheidungen treffen, die zu raschen Ableben führen können. Es ist kein Heldenspiel, es ist kein Hack and Slay, es ist kein kampfbasiertes Spiel. Wir sollen tatsächlich uns wir sollen es ja irgendwie halt durcharbeiten und sollen wirklich unseren Charakter entwickeln, um da durchzukommen. Wir skillen also nicht einfach bloß HP und Stärke und metzeln uns einfach durch. Das funktioniert hier nicht. Das ist auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz. Das macht es spannend. Das erinnert mich dadurch ein bisschen an Planescape Torment und ähnliche Konsorten. Ist also wirklich kein Mainstream-Rollenspiel, ist nur was für Leute, wo ich sagen kann, jawohl, die haben die Muße und Geduld, sich in so ein Rollenspiel richtig einzudenken, storymäßig haben auch festhalten können. Ist es kein klassisches Fantasy-Spiel, wir haben hier also keine irgendwie Kobolde, Elfen, keine großartige Magie. Wenn es das in dem Spiel mal gab, also in der Geschichte des Spiels, dann ist das auch rum. Also, wir wissen jetzt, wie das Spiel aussieht. Ja gut, und meine erste Meinung ist halt interessant, ist mal was anderes. Ich weiß nicht genau, ob ich persönlich die Muße und die Geduld dazu aufbringen kann. Und wir können noch festhalten, es gibt kein Deutsch. Es gibt Englisch, es gibt Spanisch und es gibt Russisch. Das ist für uns halt jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Also, wenn man nicht zufällig die eine der drei Sprachen beherrscht, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob man wirklich viel Spaß an dem Spiel haben wird. So, also, wir sehen uns hier wieder.